Und dann fangen wir gleich mal an. Wir sehen deine Arbeiten hier. Illustrationen, Karikaturen. Würdest du dich als Künstler bezeichnen? Ja, also ich wusste, dass diese Frage kommt. Du weißt, dass ich mit dem Begriff Künstler sehr vorsichtig umgehe. Ich habe einfach heute mal gegoogelt, was Wikipedia dazu sagt, und ich habe es nicht verstanden. Also über Kunst kann man ein Philosophiestudium betreiben, kann man sich 5 Jahre den Kopf zerbrechen. Ich bin Illustrator und Karikaturist. Ob jetzt Karikatur zur Kunst zählt oder eine eigene Gattung ist, das ist reine Definitionssache, glaube ich. Ja, würdest du das so definieren? Würdest du deine Illustration? Ich meine, das ist ja ziemlich. Illustration ist ja wieder was ganz anderes. Also ich gehe da vorsichtig mit um. Für mich ist auch Illustration nicht gleich Kunst. Es gibt da natürlich Überschneidungen, aber wenn du mich jetzt so fragst, kann man ja einfach mal so die Kontraste herausarbeiten. Ja klar, also wir werden die nicht rausarbeiten, dazu ist hier viel zu viel Hitze. Aber Illustration, ich meine, wenn wir deine Arbeiten hier sehen, da kommen wir nachher noch zu, die sind teils im Auftrag entstanden, teils sind es freie Arbeiten. Und bei den freien Arbeiten, denke ich, bewegt sich das eigentlich doch ganz stringent in Richtung bildende Kunst. Also siehst du es nicht so? Nein, das sind für mich, ich bin Zeichner und das sind freie Arbeiten. Abgesehen von dem Wimmelbild, das war eine ganz klar definierte Auftragsarbeit, sind das alles freie Arbeiten. Als Illustrator träumt man eigentlich von Vollbeschäftigung. Ich kenne keinen oder kaum einen Illustrator, der rund um die Uhr Auftragsarbeiten erledigt. Und wenn ich dann immer Zeit habe, mache ich weniger Eigenwerbung, gehe auch nicht in den Garten, sondern habe dann meine eigenen Themen, die mir unter den Fingernägeln brennen. Und das sind meistens meine Mitmenschen, die ich dann darstelle. Ich komme aus einer Kleinstadt aus Westfalen, vergleichbar mit Werder. Darum habe ich auch vor 2 Jahren bei Ihnen hier in Werder angeklopft und dachte, hier könnte man auch ein Wimmelbild machen. Und das hat ja auch geklappt. Also, wenn ich Zeit habe, stelle ich mir eigene Themen, wie eben halt westfälische Landfrauen, die man so da sieht, oder Erotik im Alten Testament auf der anderen Seite. Aber ob das jetzt Kunst ist, mein Gott, da kann man jetzt dicke Bücher drüber schreiben. Das sind gute Zeichnungen. Also ich möchte jetzt auch nicht irgendwie da bescheiden auftreten. Ich sage immer, ein guter Zeichner ist, den schätze ich mehr als ein Künstler. Da, wo ich herkomme, da ist Kunst eher das wird als Schmähung bezeichnet. Wenn da irgendeiner einen Handwerker Murks gemacht hat, dann heißt es, Mensch, da hat es auch wieder einen Künstler am Werk. Und das möchte ich mir nicht ankreiden. Thank you.
Mein Name ist Peter Menne, ich wohne seit 20 Jahren in Potsdam und habe jetzt heute die Ehre, den Werderanern ihr Wimmelbild vorzustellen. Ein Wimmelbild, wo ich das soziale Leben der Stadt darstelle. Mit all ihren Vereinen, mit allen wichtigen authentischen Figuren und mit einigen Gebäuden. Abgesehen von dem Wimmelbild hängen mehr Bilder von Ihnen hier. Was hat Sie inspiriert, diese Bilder zu malen? Das sind zum Teil Bilder, die speziell für diese Ausstellung entstanden sind, also Bilder, die direkt was mit Werder zu tun haben. Ansonsten arbeite ich als Karikaturist auch, erarbeite ich einfach Typen. Ziel ist einfach, Typen darzustellen in ihrem natürlichen Umfeld, zum Teil in den Vereinen. Ich komme selber aus einer Kleinstadt, bin da groß geworden und habe sie auch lieben und schätzen gelernt. Genauso wie ich jetzt die Stadt Werder lieben und schätzen gelernt habe. Es ist schwierig, so markante Stellen eines bestimmten Menschen hervorzuheben, dass er durch wenige Striche erkannt wird. Es sind meistens keine authentischen Figuren, die ich darstelle, sondern Typen. Typen, die für eine ganze Region stehen. Es ist also nicht Herr Meier oder Herr Müller, den ich darstelle, sondern es ist der Oberst aus dem Schützenverein oder das Tanzmariechen aus der und der Prinzengarde. Arbeiten Sie für eine Medium oder machen Sie nur freiberuflich diese Malerei? Sowohl als auch. Ich bin als Illustrator für viele Tageszeitungen, Wochenzeitungen, für Fachmagazine tätig. Darüber hinaus gibt es immer Momente, wo ich keine Aufträge habe. Meine Kollegen gehen dann in den Garten oder machen Eigenwerbung und ich nutze dann diese Zeit einfach für freie Arbeiten. Freie Arbeiten heißt für mich, dass ich mir ein Thema stelle, was mir unter den Fingern brennt und wo ich auch meinen eigenen Stil weiterentwickeln kann. Als Illustrator ist man ein bisschen eingeschränkt, muss sich da vielen Sachen unterwerfen. Das fängt an mit einer bestimmten Farbigkeit, die ein Bild vielleicht einhalten muss und endet vielleicht auch in irgendwelchen inhaltlichen Sachen, die vorher abgesprochen werden müssen. Und ich habe da in meinen freien Sachen viel mehr Gestaltungsfreiraum. Können Sie sich noch erinnern, wie viele Bilder Sie ungefähr gemalt haben? Nein, tut mir leid. Das wann Sie kann ich. Haben? Ich habe vor 30 Jahren studiert und seit 25 Jahren mache ich regelmäßig Ausstellungen, aber ich habe die Bilder nicht gezählt. Es ist ganz viel für den Mülleimer entstanden. Es ist auch ganz viel an guten Projekten entstanden, die ich nicht realisieren konnte. Aber ich hatte zum Glück viele Sponsoren, viele Fans, die es mir ermöglicht haben, auch viele Projekte in Form eines Buches rauszubringen und dann dadurch eben halt der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Sie hängen doch bestimmt an Ihren Bildern. Was geht in Ihnen vor, wenn Sie ein Bild verkaufen? Dann freue ich mich, dass es nachher nicht wieder im Keller muss oder in eine Mappe, sondern an einem schönen Ort, in einem Wohnzimmer oder wo auch immer zur Geltung kommt.